und deutet aufgeregt die Zwölfe zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Schicksalsklinge HD. Schaut mal, der Baum da drüben. Das könnte doch... Zeig mal die Karte. Ihr kramt die Kartenstücke heraus, die ihr in den letzten Monaten mühevoll zusammengetragen habt. Ja, ich bin von Faxcare, so wie in der alten Version, ich bin diesmal nicht hier runtergegangen. Früher ging es ja auch, dass man hier eigentlich auf Higglys Ruine kam und nicht auf diesem Stück. Da ich aber letztens auf diesem Stück ja das passiert ist, das war glaube ich ein Bug, habe ich es einfach mal ausprobiert hier und dann ging die Reise auch viel schneller über die Straße. Auf jeden Fall sind wir kurz vor der Ruine vom Higgelig. Du meinst, das ist die Dracheneiche? Ihr starrt alle zum anderen Ufer hinüber. Tatsächlich, wenn man genau hinschaut, kann man sehen, dass das Geäst der mächtigen Eiche an einigen Stellen schwarz verbrannt ist. Sicher hat dort früher ein Baumdrache gehaust. Vielleicht ist die Eiche noch heute seine Behausung. Dann muss es hier irgendwo eine Furt geben, meint und deutet auf die Karte. Wollt ihr... Ja, das Ufer absuchen und den Fluss zu überqueren natürlich. Wir wollen die Ruine finden. Seit einer Stunde klappert ihr nun schon das Ufer ab. Doch ihr findet keine geeignete Stelle, um über den Bodir zu kommen. Wollt ihr... Aufgeben wie eine Bande feiger Goblins und einfach weiterreisen? Wohl kaum. Ja, versuchen hinüber zu schwimmen. Die kommen alle sicher an, wie es aussieht. Endlich seid ihr alle am anderen Ufer angelangt. Den Baum untersuchen. Ganz sicher hat in der Eiche früher ein Baumdrache gehaust. Aber das muss schon lange her sein, denn die verbrannten Äste sind inzwischen mit Moos überwachsen. Klettert ein Stück hinauf, um sich Überblick zu verschaffen. Entdeckt einen Pfad durch das Dickicht. Wollt ihr... Ja, Fahrt durch die Büsche schlagen. Nein, rasten wollen wir nicht. Flussaufwärts kommt man am Ufer gut voran. Es dauert nicht lange, da kommt ihr an einem eigenartigen Haufen aus Erde und Steinen vorbei. Wollt ihr... Ja, den Haufen genauer betrachten. Ihr entdeckt ein verrottetes Schilfgeflecht, das wohl ein halbes Wagenrad darstellen soll. Boron. Daneben liegt ein Stein, auf dem irgendetwas eingeritzt worden ist. Der Schriftzug ist nicht vollständig erhalten. Die ersten drei Buchstaben sind vollkommen verwittert. Doch der abschließende Schriftzug, Gar, ist noch deutlich zu erkennen. Wollt ihr... Wir können buddeln. Ein Bohren hat flechten und dort niederlegen. Ja, ein Bohren hat flechten und niederlegen, würde ich sagen. Ihr sammelt ein paar junge Zweige und etwas Schilf, um ein Bohrenrad zu flechten. Nachdem ihr am Grab eine kurze, stille Andacht gehalten habt, fühlt ihr euch besser. Bohren wird euch nach eurem Tod in seine Arme nehmen und euch die Niederhöllen ersparen. Da seid ihr euch ganz gewiss. Ihr geht weiter. Vielleicht hätte ich da irgendwas Cooles finden können, aber ich will mich mit Bohrung gut versöhnen. Etwa 999 oder 1000 Schritt weiter, so genau habt ihr nicht gezählt, wird das Flüsschen so seich, dass man bis auf den Grund sehen kann. Das Wasser ist kaum mehr als knöcheltief. Wollt ihr? Jo. Das Flüsschen hier überqueren. Auch auf dieser Seite ist das Ufer fest. Nachdem ihr etwa 1,5 Stunden lang gewandert seid, geht es geradeaus nicht mehr weiter. Denn dort steigt das Ufer steil an und ist stark zerklüftet. Links von euch führt aber ein Pfad ins Gebirge. Der Pfad schlängelt sich durch die Berge. Bald geht es durch einen Hohlweg, dann auf einen Pass. Nachdem ihr den Kamm des Berges hinter euch gelassen habt, entdeckt ihr auf halber Höhe des Nachbarfelsens eine mächtige Ruine.
Das muss es sein, ruft Jamila. Und just als er dies sagt, sie ruft aus dem Wald ein Kauz. Es fröstelt euch. Oh, das ist ja gruselig. Nach einem Weg braucht ihr gar nicht lange zu suchen, denn der Pfad hält geradewegs auf die Ruine zu. Etwa eine Stunde später steht ihr vor ein paar eingefallenen Mauern. Aber insgesamt ist die Burg noch erstaunlich gut in Schuss. Ja, das Gemäuer natürlich untersuchen. Eine Burgruine. Juhu, wir sind angekommen. Wo geht's denn hier lang? Nein, ich bin eingekesselt. Ne, ich glaube, da hinten geht's lang. Auf jeden Fall speichern wir hier. Und zwar, ja, Testo nehmen wir. Wir sind nämlich in der Ruine von Higgelig. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Man darf hier keine Schätze mitnehmen, weil die verflucht ist. Da muss man, sonst kommt man nämlich hier nicht mehr raus. Achso. Du wieder nach vorne. Du etwas nach hinten. Auf in den Kampf. Boah, eine Riesenhand. Nice. Ah. Namenloses Gewürm. Mumie. Skelett. Oh, Nashtod. Direkt am Eingang. Ja, also echt ein namenloses Gewürm. Was geht denn hier ab? Schön, schön, schön. Wir sind in Higgeligs Ruine. Aber auch dieses Kampfareal ist ziemlich nett gemacht, finde ich. Der Hand und so. Gefällt mir. Aber wie immer, simpler Kampf. Einfach herlocken die Gegner. Und dann druff. Sollen sie doch mal kommen. Ich will zuerst zu ihnen. Nein, ich. Ja. Reißen sich förmlich darum. Nahema. Positioniere dich mal hier am Rand. Tarnes pfeffert ihm schon mal einen Pfeil entgegen. Zabam! So, du kannst nach vorne, du hast eine magische Klinge auf den Hashtag drauf. Du hast auch eine magische Klinge. Also auch mal nach vorne. Ja, da rennt wieder einer im Kreis. Das scheint irgendein neuer Bug zu sein. Hui, hui. Kling, kling. Bin ich ja froh, dass der in den Nahkampf gegangen ist, der Hashtod. Okay, wir treffen von hier nicht, aber den da treffen wir. Da spritzt das Blut aus dem Skelett. Ting, ting. So, ich würde sagen, wir zerbröseln den Hashtod mal. Ja, machen wir mal einen schönen Ignifaxius Flammenstrahl auf ihn und hauen ihn One-Shot weg. 42 Lebenspunkte abgemacht. Nice! Tja, nicht mit mir. Den machen wir hier mal den Weg zu. Damit sie da nicht mehr durchkommen.
Ah, ich würde sagen, sie spart mal ein bisschen Astralenergie. Wer weiß, was hier noch an Gegner kommt. Ah, Mist. Vorgeklickt. Ich sollte vielleicht die Kamera ein bisschen drehen irgendwie. Mal rausfinden, auf welchem Feld der steht, wenn er da die ganze Zeit im Kreis sich dreht. So. Ja, das ist ein Problem. Ah, ich habe ihn aufgehalten. Eieiei. Oh nein. Sie haben mich gestört bei meinem Skelett-Mega-Rock'n'Roll-Tanz. Was auch immer. Zack, nice. So, jetzt ist der nach unten gerannt. Wo willst du hin, Skelett? Entscheide dich mal. Oh, leg sie weg hier. Das Skelett hat Angst. Ah, ist eine Fernkämpfer, deswegen. Deswegen, okidoki. Au. Oh. No way. Das ist echt blöd hier, der Baum. Das Skelett treffen hier, sehr gut. Das reicht nicht aus für einen Schlag. Aber das. Ach, der ist schon down. Der sollte auch nicht mehr viel aushalten. Ah, dich brauchen wir nicht mehr. Du rennst mal von hinten gegen. Okay. Tanz ist verbuggt. Zack. Wir haben gesiegt. Ja, wir haben gesiegt. Ich habe es gelesen. Zweimal die Meldung. Oh, was haben wir hier? Ein Mut-Elixier und ein Heiltrank. Wer ist denn verletzt? Keiner. Na gut. Ja, das war doch mal ein schöner Empfang direkt von einem Hashtot. Was haben wir noch hier? Was sagt die Zeit? Ja, gute Stelle für einen Break. Speichern. Chojin. Zack. Spiel wird gespeichert.
Also man darf aus Truhen und sowas nichts mitnehmen. Da muss man aufpassen, aber von den anderen dürfte ich eigentlich mitnehmen, Zeug, soweit ich weiß. So, bis zum nächsten Mal, euer Jojin.